Wir müssen mal den OP-Plan reinschauen. Ja. Dr. Holger Böhme hat einen langen Tag vor sich. Vormittags im OP-Saal, nachmittags auf Station. Dazu zweimal Visite und Besprechungen mit Kollegen, vor allem denen aus der Nacht. 24 Stunden ist ein Diensthabender in unserer Klinik immer anwesend. Wir haben mehr Notfälle in unserer Abteilung als alle anderen Urologien in der Stadt zusammen. Also hier ist dann ordentlich was los. Der Oberarzt der Urologie ist bereit für seinen ersten Patienten. Der Mann auf dem OP-Tisch hat einen Tumor an der Niere, 3 Zentimeter groß. Das Faszinierendste ist eigentlich, dass man irgendwann anfängt, dreidimensional zu denken. Also ich kann in den Bauch reinfassen und weiß, wo ich bin. Dr. Böhme entfernt den Tumor und rettet einen Großteil der Niere. Dem Patienten bleibt eine Dauerbehandlung erspart. Jeder Patient ist anders und jedes Mal muss man mit den verschiedensten technischen Möglichkeiten variieren können und muss immer eine ganz individuelle Lösung finden. Die Urologie längst eine Abteilung, auch für Frauen. Dr. Böhme hat immer mehr weibliche Kollegen und auch Patienten. Wir haben mittlerweile mindestens 1/3 weibliche Patienten und 2/3 männliche Patienten. Also Urologie ist keine reine Männerheilkunde. Besprechung mit den Kollegen und dem Chefarzt. Mindestens einmal am Tag sitzt die urologische Abteilung zusammen. Ein wichtiger Austausch über die Patienten. Es ist halt auch faszinierend, dass die Patienten voller Angst kommen und wenn man die dann ein Jahr später wieder trifft und sie dann wieder zufriedene, wieder zurückgekehrte, gesunde Menschen, die vorher im Prinzip eine unter Umständen todbringende Erkrankung hatten. Nach der Visite zurück in den OP. Dieser Patient hat einen Tumor an der Nebenniere. Auch das ein Fall für den Oberarzt der Urologie. Doreen, wir brauchen Gefäßkasten. 3 weitere Operationen warten an diesem Tag noch auf Holger Böhme. Vorausgesetzt, es kommt kein Notfall dazwischen.